Tag, Frau Chaos. Ah, Herr Meier, kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch. Sie kommen bestimmt wegen der Risikoanalyse für den Produktionsbereich. Ich suche Sie nur schnell heraus, dann können wir darüber reden. Dieses Büro treibt mich irgendwann noch mal in den Wahnsinn. Nichts findet man wieder. Soll ich Ihnen vielleicht helfen? Wir verwenden in der Produktion eine Methode zur Prozessoptimierung an Arbeitsplätzen. Diese wird Ihnen auch bestimmt helfen, Ihr Büro ordentlich zu kriegen und dann meine Risikoanalyse zu finden. Und Sie meinen, eine Fertigungsmethode kann in einem Büro helfen? Na klar, die Methode kann man auch in einem Büro anwenden. Das Verfahren nennt sich 5S-Methode. Es ist nach seinen 5 Schritten benannt. Der erste Schritt ist, sortiere aus. Dabei wird alles Unnötige entfernt. Sehen Sie, hier ist auch die Risikoanalyse. Oh, die habe ich ja noch gar nicht fertiggestellt. Das werde ich dann aber selbstverständlich sofort nachholen. Na sehen Sie, gefunden haben Sie es schon einmal. Aber dieser Schritt war erst der Anfang. Es folgen noch 4 weitere. Als nächstes schaffen wir sichtbare Ordnung. Bei diesem Schritt sortieren wir alles und beschriften die Ordner, Ablagen und weitere Dinge. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt habe ich hier echt wieder einen sehr guten Überblick. Jetzt werde ich mich aber wirklich mal um die Risikoanalyse kümmern, denn die muss ja schließlich fertig werden. Das war's aber noch nicht. Es folgt sauber halten. Dabei werden wir Ihr Büro blitzeblank putzen. Gibt es noch viele Schritte? Nein, jetzt kommt nur noch ein Schritt. Den 5. Schritt heben wir uns für die Zukunft auf. Nun müssen wir alles standardisieren. Das heißt, Regeln festlegen und diese über die Zeit einhalten. Standardisieren bedeutet, dass wir Regeln aufstellen und diese in Zukunft einhalten. Allerdings achten wir darauf, dass sie nicht zu eng geknüpft sind. Und jetzt haben wir es aber geschafft. Wie gefällt Ihnen das Ergebnis? Sehr gut. Es kann sich echt sehen lassen. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gern geschehen. Ich muss aber jetzt auch wieder los. Okay. Dann auf Wiedersehen, Frau Chaos. Tschüssi. Herein. Guten Tag, Frau Chaos. Ich komme noch mal bezüglich der Risikoanalyse. Ah, guten Tag, Herr Meier. Setzen Sie sich doch. Aber ich muss Sie in einem Punkt berichtigen. Ich habe das Wochenende geheiratet und heiße nun Klausicht. Das ist aber schön zu hören. Glückwunsch Ihnen beiden. Und wie kommen Sie mit der 5S-Methode zurecht? Ganz gut. Ich finde meine Arbeitsmittel deutlich schneller. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich deutlich weniger Fehler mache. Außerdem macht mir das Arbeiten in meinem Büro endlich wieder Spaß. Ich habe nur das Problem, dass sich in letzter Zeit wieder Stapel auf meinem Schreibtisch sammeln. Haben Sie da vielleicht eine Lösung, wie ich das verhindern kann? Natürlich. Wie versprochen, kommen wir jetzt noch zum 5. Schritt. Selbstdisziplin leben. Seien Sie sich Ihrer Regeln bewusst und halten Sie diese konsequent ein. Dann bekommen Sie auch alles wieder ganz schnell in Ordnung. Manchmal muss dabei auch eine Regel wieder überarbeitet werden. Das klingt nach einer Lösung. Das werde ich nach unserem Gespräch dann gleich einmal ausprobieren. Vielen Dank. Nun kommen wir aber zur Risikoanalyse. Ich habe bei der Analyse festgestellt,
dass sie in ihrer Produktion viele Standards schon einhalten.